Moin Leute, ich bin Rune Darmke vom THW Kiel. Normalerweise spiele ich Handball, aber heute bin ich bei der Polizei, denn die haben mich eingeladen, mal den Eignungstest zu probieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob ich das auch hinbekomme oder ob ich wirklich nur Handball spielen kann. Bis später. Moin Rune, ich wollte dich gerade abholen, aber du hast den Weg ja schon gefunden. Ja, war total entspannt. Parken war auch ganz easy. Dann komm mal mit, ich begleite dich einmal zum Prüfungsraum. Ja, dann geht's ja heute los für dich. Prüfungsteil 1. Bist du aufgeregt? Aufgeregt auf jeden Fall. Ich habe versucht, mich ein bisschen vorzubereiten. War viel auf eurer Internetseite, da konnte man sehr viel recherchieren. Ansonsten ein bisschen Tagesthemen und auch der ein oder andere Online-IQ-Test. Ja, das ist auch wichtig, dass man das vorher einmal gemacht hat. Nichtsdestotrotz, du musst ja heute den Sporttest machen, aber das wird für dich überhaupt gar kein Problem sein. Was jetzt als erstes kommt, ist ja der Intelligenztest, dann das Diktat. Ich hoffe, du hast ja auch ein paar Diktate angeguckt auf unserer Internetseite. Und weil du dich ja für den gehobenen Dienst hast, musst du auch noch den Sprachbildungstest heute durchführen. Na, dann schauen wir mal, ist ja auch nicht was zu tun. Genau, das wird ein guter Tag heute. So, hier befindet sich der Prüfungsraum. Einfach die Treppen hoch und dann wirst du drin hin. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, alles vielen Gute Dank. Heute. Ne? Danke. Bis später. Bis später, ciao. Moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Prüfungsteil 1. Nehmen Sie gerne an Tisch Nummer 23 Platz. Gerne, danke. Jetzt wird's ernst, ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen nervös, aber ich werde natürlich mein Bestes probieren. Dann hoffe ich, dass ich diese Hürde nehmen kann. Ja, Sie erwartet gleich unser Intelligenzleistungstest. Da kommen zeichnerische Problemstellungen auf Sie zu, wo in erster Linie logisches Denken von Ihnen gefordert wird, wo Sie dann auf einem Antwortbogen Kreuze setzen sollen. So, stopp! Legen Sie bitte den Stift zur Seite, nehmen Sie den Arbeitsbogen und das Testheft und legen Sie das an den Rand des Tisches. Ich muss euch sagen, das war schon ganz schön knifflig. Also wirklich, bereitet euch vor, übt das zu Hause, weil die Zeit ist wirklich knapp. Aber wenn ihr das macht, dann klappt's. Ja, jetzt kommen wir zum Diktat. Das Diktat umfasst 250 Wörter. Bewertet wird die Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und es dürfen nicht mehr als 10 Fehler gemacht werden. Trainieren heutzutage bis an ihre körperlichen Grenzen und auch darüber hinaus. Das Diktat ist zu Ende. Bitte reichen Sie mir Ihren Diktatbogen und dann beginnt der Sprachenbildungstest. Hallo, mein Name ist Frank Pankonin. Wir machen jetzt den Sprachenbildungstest. Jeweils 36 Fragen aus den Bereichen Politik, Natur und Technik und Deutsch. So, das ist geschafft. Theorie ist im Sack. War alles ein bisschen aufregender, als ich gedacht habe. Übt das auch vor allem unter Zeit. Das ist nochmal eine andere Nummer. Jetzt gibt es eine kleine Stärkung für mich und dann geht es zum Sporttest. Jetzt steht der Sporttest an. Deswegen nur eine kleine Stärkung für die letzte Energie und dann muss eine Topzeit her. Das ist klar. Ja? Kann es losgehen? Ja, einen Moment. Sie haben noch ein bisschen Zeit, sich warm zu machen und dann würden wir anfangen. Dann erkläre ich Ihnen einmal kurz den Sporttest. Und zwar fangen Sie hier an zu laufen. Einmal über das Pferd rüber, nicht unterdurch. Dann zu dem Stufenbahn dort hinter. Dort gehen Sie einmal unterdurch und dann oben rüber, landen auf der Matte. Dann geht es dort hinten weiter über das nächste Pferd, auch wieder oben rüber. Dann kommen Sie zu dieser Matte, da machen Sie eine Vorwärtsrolle. Das machen Sie insgesamt 4,5 Runden. Hinten beim Stufenbahn, wenn Sie wieder auf der Matte landen, stoppe ich die Zeit. Alles klar. Haben Sie soweit alles verstanden? Habe ich. Gut, wenn Sie sich bereit fühlen, dann können wir gleich anfangen. Okay, los.
Fertig, los! Sehr schön, Herr Dahmke. Eine sensationelle Zeit. Das sind 15 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Super, vielen Dank. So Leute, erster Tag ist geschafft. Hat alles wirklich Spaß gemacht, waren viele spannende Sachen mit dabei. Ich habe jetzt schon das Ergebnis bekommen für heute, dass ich für den zweiten Teil eingeladen wurde. Normalerweise kann das ein bisschen dauern, bis man das per Post bekommt. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht, deswegen kann ich euch jetzt schon versprechen, es wird einen zweiten Tag geben und da sehen wir uns wieder.